Herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich war ja ganz überrascht, dass die Jungs noch, also nicht alle Playstation zocken, sondern so ganz oldschool Karten spielen. Dürfen Sie da mitspielen? Ja, erstens mal gibt es schon Sachen, wo man als Trainer besser die Nase raushält. Und das gehört abends zu der Entspannung von den Spielern dazu. Es ist nur wichtig, dass nichts übertrieben wird. Und das machen sie nicht. Hatten wir aber auch 2017 nicht. Okay. Von außen ist es ja immer relativ schwierig, in so eine Mannschaft reinzugucken. Es wirkt zumindest so, als ob die Jungs sich wirklich sehr gut verstehen, nicht nur vor der Kamera. Ist das so? Ist das ein besonderes Merkmal dieser Mannschaft? Also, wenn man von 10 Steinen ausgeht, wenn dazwischen der Zement fehlt, und das ist der Teamgeist, das ist der Teamspirit. Und je besser, höhere Qualität dieser Zement hat, umso schwerer ist die Mauer umzuwerfen. Ja? Das haben wir uns so verinnerlicht und die Jungs auch. Und im Moment bin ich damit zufrieden. Aber ich muss auch gleich sagen, wir haben nichts erreicht. Heute Abend müssen wir schauen, dass wir ins Halbfinale kommen. Und dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen weiter uns aus dem Fenster lehnen, was das Lob anbelangt. Aber bis jetzt ist noch nichts absolut passiert. Absolut. Bleiben wir kurz noch mal beim Teamgeist. Da gehört ja auch der Trainer dazu, Maxi. Es heißt von Stefan Kunz, dass er einen guten Draht zu den Spielern hat. Sie kennen ihn ja. Ist das wirklich so? Ja. Und wenn ja, wie macht das? Ja, also absolut, das kann man nur bestätigen. Ich konnte es 2017 ja schon miterleben, schon das Jahr davor, wo er dann angefangen hat. Ich muss sagen, ja, bei ihm hat man so das Gefühl, dass jeder Spieler von 1 bis 23, jeder ist wichtig für das Team. Er versucht alle immer einzuholen. Das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach, aber auf seine Art und Weise, auf die charmante Art und Weise, schafft er es immer. Und das, was er sagt, das hat Gewicht und man glaubt auch daran, dass man diesem Folge leisten kann. Und da muss ich sagen, macht er auch dieses Jahr wieder ganz gut. Richtige Lobeshymne. Aber er kann natürlich jetzt nichts Negatives sagen, wo Sie direkt daneben stehen. Ne? Genau. Stefan Kunz, Sie haben schon gesagt, wir haben noch nichts erreicht. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was vor 2 Jahren war. Auch 2 Siege zum Auftakt, sehr überzeugend, 5:0 Tore. Und dann noch im dritten Spiel um ein Haar ausgeschieden. Was macht Sie sicher, dass es heute nicht so knapp wird? Also sicher, vorm Spiel schon mal nichts, weil wir wissen, dass in jedem Spiel steckt natürlich schon so ein kleiner Überraschungsfaktor. Wir wollen vorbereitet sein. Ich denke, das haben wir sehr gut gemacht auf verschiedene Arten und Weisen. Und dann ist ja immer die Frage, können wir alles nochmal, die PS nochmal so auf die Straße bringen? Und da lasse ich mich jetzt auch ein bisschen überraschen. Und dann schauen wir mal, ob wir viel reagieren müssen oder ob die Jungs von ganz alleine regeln. Wenn wir uns die Aufstellung angucken, sehen wir selbes Team wie gegen Serbien. Heißt das, Sie haben vorerst Ihr Turnierteam gefunden? Ja, wir wissen auch von 2017, dass sich das relativ schnell ändern kann. Es kommen gelbe Karten ins Spiel, es kommen vielleicht Verletzungen oder Müdigkeit mit ins Spiel. Würde ich so nicht sagen, aber auf jeden Fall für das heutige Spiel haben wir es gefunden. Max, es ist immer schwer, Mannschaften zu vergleichen. Aber wenn du die Mannschaft aus diesem Jahr mit der Mannschaft von vor 2 Jahren vergleichst, was würdest du sagen? Wo sind die Unterschiede? Kann man irgendwie überhaupt einen Vergleich anstellen? Ist diese Mannschaft hier titelreif? Ja, also ich glaube, die ersten beiden Spiele, die haben einfach Anlass dazu gegeben, dass man daran glauben kann. Zum Vergleich zu 2017, ich glaube, wir hatten ganz anderen Stoßstürmer. Wir hatten mit Davy Selke einen, der wirklich schon etwas brachialer zu Werke geht. Ich glaube, hier ist es ein spielstarker Mittelstürmer mit Luca Waldschmidt. Dann aber auch in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, da hatten wir damals Niklas Stark auch. Das ist, ja, gewisse Ähnlichkeiten gibt es schon. Aber ich glaube, der Trainer hat ein komplett neues Team auch zusammengefunden. Ich muss sagen, unglaubliche Qualität auch, wenn man das sieht, wie die in der Bundesliga auch alle gespielt haben. Und da muss man wirklich sagen, freuen wir uns einmal auf das heutige Spiel und natürlich auf mehr. Und hoffen natürlich, dass es wieder sehr viele Tore werden. Herr Kunz, Ihnen wird in diesen Tagen immer ein Zitat gerne genüsslich wieder vorgehalten, was Sie vor dem Turnier gesagt haben, nämlich zum Sturm. Die Qualität im Sturm ist ein Tick schlechter als vor 2 Jahren. Ich frage Sie jetzt natürlich nicht, wie Sie so falsch liegen könnten. Waldschmidt und Richter 7 Tore in 2 Spielen, sondern was haben Sie den beiden nicht nur als Trainer, sondern vor allem auch als ehemaliger Stürmer mit auf den Weg gegeben? Ach, das also erstmal finde ich, das ist die Aufgabe vom Trainer, dass er irgendwie etwas rausfindet, wie die mit ihren Qualitäten am besten zur Geltung kommen. Da gehört aber natürlich nicht nur die 2 Stürmer dazu, sondern auch alle anderen drumherum, die sind natürlich auch freispielen. Es gehört ein taktisches Verhalten dazu. Wir machen sehr gute Laufwege zu und haben sehr oft eine Balleroberung relativ weit vorne, wo der Gegner ungeordnet ist. Und du musst sie natürlich in allen Bereichen auch mal murmeln lassen, weil du kannst als Trainer nicht alle Situationen vorgeben. Und je mehr die Spieler im Training oder auch in den vergangenen Länderspielen auch mal ausprobieren konnten, was ist denn die richtige Lösung, auch mit der Gefahr, dass man mal falsch liegt, aber die Erfahrung, die man daraus mitnimmt, die ist natürlich jetzt wieder wertvoll. Also Fehler machen lassen auch. Klar, natürlich, definitiv. Okay. Perfekt,
Dann hoffen wir, dass heute nicht zu viele Fehler drin sind. Wir wünschen uns allen ein schönes Spiel, Ihnen natürlich einen schönen Abend. Und wir sehen uns nach dem Spiel. Ich auch. Vielen Dank. Danke sehr. Danke, Stefan Kunz. Und wir schauen gemeinsam mal auf.